sagt. Passt auf euch auf. Und lasst euch nicht verarschen. Steam geht nicht über Discord. Hallo, was machen Sachen? Ja, Scammer sind gerade auf Discord unterwegs und lass uns mal drüber sprechen, weil nicht, dass einer von euch drauf reinfällt. Ich wurde auch angeschrieben. Ich wusste dann halt nach kurzer Zeit, was der von mir möchte, dass der halt mich verarschen möchte. Warum? Kommen wir gleich zu. Haben wir das Gleiche schon mal angeschnitten, einem Naxxtaku-Thema. Ja, wie gesagt, ich wurde auf Discord angeschrieben. Erstmal eine Freundschaftsanfrage, habe ich mir halt nichts dabei gedacht. Das passiert halt mir öfters, weil ich ja halt auch Aufträge aufnehme mit Zeichnen, 3D-Modelle und so weiter. Ich werde halt oft als Freund angefragt. Deswegen habe ich dieses Konto ja auch getrennt. Ja, wie gesagt, wurde Freundschaftsanfrage gesagt, guckst du erstmal, was so geht, was will die Person denn von mir? Ja. Ich werde hier und da ein paar Textschnipsel einblenden, um einfach das bisschen halt zu verbildlichen. Ich habe auch das komplette Screenshot-Dokument, was ich gemacht habe, auch unten in der Beschreibung verlinkt, als PNG über einen Drive oder so. Ist nicht sonderlich lang. Mein Englisch ist nicht das Beste. Ich habe halt darauf verzichtet, jetzt tatsächlich das über Autokorrektur oder so weiter zu machen, aber einfach geschrieben und ist teilweise halt sehr viel Rechtschreibfehler. Aber egal, ist ja nicht so schlimm. Ja. Wie gesagt, das Video ist halt einfach primär dazu, dass halt auch ein bisschen bewusster wird. Leute, guckt, was ihr macht. Es gibt schlechte Menschen im Internet. Und man muss so ein bisschen gucken, ja, wer was von einem möchte. Nicht, dass man dann halt, Scheiße greift und halt irgendwas verliert, was einem wichtig ist. Sei es halt jetzt das Geld, das Steam-Konto oder es kann alles Mögliche sein. So, was jetzt eigentlich passiert? So, wie gesagt, ich wurde halt auf Discord angeschrieben, dann ging es halt auch erstmal drum, ja, ist das hier dein Account? Dazu, wer es nicht weiß, in Discord sind halt unter anderem auch Steam-Sachen verlinkt. Also mein Steam-Profil ist über meinen Discord verlinkt, das machen viele so, weil, ja, warum auch nicht, mein Gott. Ist das deins und so weiter. Und dann fing es halt auch schon an, ja, über einen ähnlichen Account wurde er betrogen, also einer, der meinem sehr ähnlich ist. Ich habe das aber vertauscht und er und seine Freunde hätten meinen halt, bei Steam angezeigt als Betrüger. Hör mir mal halt erst gesagt, ich habe es halt anfangs nicht gepeilt. Es war noch zum Titan, da hatte ich noch gestreamt und halt nur so halbwegs mitgekriegt, was los ist. Deswegen hatte ich einen der Stream auch vorher abgebrochen, was heißt so, nach Pi mal Daumen einer Stunde und wollte das halt in Ruhe klären. Dann habe ich ihm auch nur geschrieben, ja, schreib doch eine E-Mail an den Support zurück und erklär das, dann ist das Sache gegessen. Ja, ich werde am Anfang halt, wie gesagt, dass der erste Teil bis zu diesem blauen Kasten ist tatsächlich noch während des Streams passiert. Da habe ich halt nicht so ganz aufgepasst. Also, ja, schick doch eine E-Mail. Was willst du jetzt von mir? Schick dir eine E-Mail, das klärt sich von alleine. Steam ist eigentlich relativ kulant, was das angeht. Ich hatte schon Probleme mit einem anderen Account, weil mich eine Freundin beschissen hat. Aber vielleicht das in einem anderen Video oder so nicht. Und aus meiner Erfahrung ist Steam eigentlich relativ kulant. Es braucht lange, bis irgendwas passiert. Aber meistens sind sie relativ kulant. Das ist jetzt meine Erfahrung damit, vielleicht hat jemand andere Erfahrungen mit Steam gemacht. Könnt ihr in die Videobeschreibung schreiben, ob ihr schon mal Probleme mit Steam hatte oder so weiter, ob sich das geklärt hat, nicht geklärt hat und so weiter. Ja, dann ich habe Nachricht gekriegt, wir können das alles regeln, alles kein Problem. Ich müsste nur auf Discord einen anschreiben. Da ist da Keyword. Keine Firma der Welt, die irgendwas von sich hält, spricht Leute über Discord, über Steam. Keine Ahnung, Skype oder WhatsApp oder so weiter. Alles, was eine Firma macht, sind entweder E-Mails über die Geschäftssupport-Adresse oder über den halt bei Steam, über den eigenen, Chat nenne ich es jetzt mal, die eigene Nachrichtenservice. Keine Firma der Welt geht hin und sagt, ich spreche dich über Discord an. Wenn euch irgendeine Firma über eine andere Social-Media-Seite irgendwas verkaufen oder sonst was möchte, ist das ein Fake? Das macht keine Firma. Selbst die kleinste Firma der Welt würde darauf zugreifen, geht über E-Mail. Und da auch, passt auf euch auf, dass halt die Links, die ihr zugesendet würde, tatsächlich auch dazu passen. Schaut in die URL. Meistens sieht die URL für Firmen halt wirklich darauf aus. Name der Internetseite, der Firma. Dann halt Ad Support, Ad Info oder so weiter. Oder halt, falls URLs zu irgendwelchen Seiten sind. Was auch öfters passiert, ich kriege jetzt sehr, sehr viele Fake-Dinge über WhatsApp zugeschickt von Freunden, Gewinnspiel von H&M, von Amazon. Und den ganzen URL-Text, den seht ihr ja, wenn euch ein Link zugesendet wird, da steht nirgendwo das Wort Amazon. Also wenn es halt wirklich was Legites ist, steht halt http://www. In dem Fall jetzt halt würde stehen halt bei Amazon halt Amazon und dann halt Strich Gewinnspiel, schlag mich tot, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall ganz vorne stehen. Diese Seite ist das. Wenn danach irgendwelchen Kauderwelsch kommt,
kann das Ding auch noch so realistisch aussehen. Es ist eine Fake-E-Mail oder Fake-Homepage und er hat das halt sich alles ausgedacht. Passt da bitte sehr auf. Gerade was solche Links zugesendet wird, drückt keine Links an, denen ihr nicht vertraut. Wenn sucht euch ja, ein Virenschutzprogramm und lasst das mal durchgehen oder sonst weiter. Wenn ihr euch nicht sicher seid, klickt es nicht an. Ganz einfach. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr halt euch irgendwas erspart, indem ihr halt einfach einen unsicheren Link klickt. Naja, wie dem auch sei, halt nochmal zurück zum Thema. Keine Firma der Welt schreibt über Discord. Dann war es halt auch bei mir geleuchtet. Da hatte ich auch den Stream beendet, dann konnte ich mich halt ein bisschen drauf fokussieren. Hat halt schon gesagt, ja, das mit dem E-Mail ist schon ein bisschen fishy, dann schreibt den E-Mail, ist schon okay, das wird sich schon alles regeln. Ja, und eine Sache, die mich halt auch sehr stutzig gemacht hat, dass ich halt auch von meiner Seite keine Sache von Steam gekriegt habe. Also, wenn es schon gesagt wurde, ja, regel das mit der Person und dann kriegen wir das hin, müsste mir Steam ja eigentlich auch Bescheid sagen, dass da jemand was gemacht hatte und ich soll mich dann halt damit zu äußern oder mit das regeln. Das müsste ja von Steam kommen und nicht von sagen, ja, hier sagt der Person Bescheid, ich soll über Discord mit irgendjemandem quatschen, dann geht das schon. Ich nehme an, ich hätte mich dann mit der Person verbunden. Also, Spoiler, ich habe mich nicht mit der Person verbunden, das war mir dann doch zu doof. Und die hätte mich da wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gesagt, ja, gib mir 100 € und ich mach den ganzen Antrag weg und dann haben wir das geregelt. Wird wahrscheinlich auf sowas hinauslaufen. Ja, so weit habe ich nicht kommen lassen, weil es war mir halt einfach zu blöd. Anfangs hatte ich es jetzt eigentlich doch ganz amüsant, um zu gucken, wie weit kann ich es ziehen, habe damit drin halt auch die Lust verloren. Ja, und spätestens, als ich dann halt nochmal nach Beweisen gefragt hat und halt mehrere Male auf den blauen Brief, den ich vorher schon eingeblendet habe, verwiesen habe, hat er anscheinend auch die Lust verloren. Ich hatte auch keinen Bock mehr. Und dann, ja, das letzte Stück fehlt leider. Ich hatte halt auch nochmal gefragt, schick mir doch irgendwelche Beweise. Er meint, wenn ich dir Beweise schicke, schreibst du dieser Person. Ich sage, wenn du mir minimal einen Beweis schickst, spreche ich eventuell mit dieser Person. Dann hat er den Power-Move schlecht hingebracht, alles gelöscht und mich als Freund blockiert oder entfernt. Ja, das letzte Stück konnte ich leider nicht aufnehmen, da war ich nicht schnell genug, da habe ich ein bisschen gepennt. Ich habe halt zweimal den gleichen Screenshot aufgenommen, weil mein Computer irgendwie die letzten Sachen macht und den letzten Screenshot zweimal aufnimmt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das letzte Stück von wegen, ja, wenn ich dir das gebe, schreibst du dann Person da unten an und dann ich sage, ja, wenn du mir irgendwas beweisen kannst, vielleicht. Ich hätte es halt auch nie gemacht, weil ich wollte immer nur gucken, wie weit ich ihn reizen konnte und er hat dann einfach keinen Bock mehr und hat dann Rage Quit und alles gelöscht. Ja, also Moral von der Geschichte, es gibt schlechte Menschen im Internet, die versuchen einen zu verarschen. Firmen schreiben einen nicht über Discord an, auch nicht über Skype oder WhatsApp oder Telegram oder was weiß ich. Alle, die das versuchen, sind halt entweder Betrüger oder eine Firma, die man nicht ernst nehmen sollte. Also muss man auf sowas nicht antworten. Man kann so ein bisschen Spaß erlauben, aber versucht keine Links zu klicken. Ist immer ganz gefährlich, falls ihr dann halt noch irgendwas erwischt, was halt Richtung Trojaner oder so geht. Aber man kann sich da auch sehr viele böse Sachen einfangen. Ich spreche da aus Erfahrung. Wir haben schon mehrere Computer so zerstört, weil wir irgendwelche Sachen runtergeladen haben, die wir nicht hätten runterladen können oder auf welche Links geklickt haben, die man hätte nicht klicken sollen. Vielleicht erzähle ich auch mal was drüber. Ja. Sachen passieren, wenn man jung ist. Man macht Fehler, gerade wenn man nicht so viel Interneterfahrung hat. Deswegen meine Erfahrung, ich teile sie mit euch, damit ihr nicht so viel Scheiße baut, wie ich eventuell gebaut habe oder halt Leute, die ich kenne. Sagt, passt auf euch auf. Und lasst euch nicht verarschen. Steam geht nicht über Discord. Ja, wie gesagt, lasst euch nicht verarschen und habt noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns irgendwann später. Und lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Ich sag das zu wenig, vielleicht funktioniert es ja. Weiß nicht. Hilft das? Wir werden sehen. Ja. Ciao.